Lösungen und Ansätze um das Good Enough. Und ich bin sicher, wir werden vergnügliche, erhellende, anregende zwei Tage miteinander haben. Und dass wir das haben werden, das verdanken wir vor allem einem Menschen, Paul Klimpel. Natürlich hat Paul Klimpel Unterstützung, wie jedes Jahr, auch in diesem Jahr. Die Konferenz steht wieder unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission. Sie hat die Unterstützung des Kulturamts der Stadt Frankfurt. Natürlich gibt es wieder die treuen Veranstaltungspartner, die Sie auf der Rückumschlagseite des Veranstaltungsprogramms sehen. Und es gibt Anna-Katharina Heitzmann als Veranstaltungskoordinatorin. Es gibt die vielen Helferinnen und Helfer in Berlin, aber eben auch in den Städten, in denen die Konferenz manchmal auch in der Provinz stattfindet und zum zweiten Mal jetzt hier in Frankfurt am Main in der Deutschen Nationalbibliothek. Und so freuen wir uns, wir Frankfurter, und das ist sicherlich das Jüdische Museum, das Deutsche Filminstitut, die Deutsche Nationalbibliothek mit der zu ihr gehörenden oder mit dem zu ihr gehörenden Frankfurter Teil der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und wir sind, glaube ich, ein Fanclub, der sich sehr geehrt fühlt, dass Paul Klimpel und seine Konferenz wieder mal hier Station macht. Ja, und ich bin ganz sicher, dass ich auch für die anderen Frankfurter Partner sprechen darf und auch für das Deutsche Filmmuseum, das heute Abend einlädt, sowie beim letzten Mal in Frankfurt das Jüdische Museum Gastgeber eines Abends war. Ja, ich freue mich, dass wir hier die Tagungsräume tagsüber zur Verfügung stellen können. Herzlich willkommen noch einmal. Wir tragen ja alle Verantwortung für unser gemeinsames kulturelles Erbe. Wir wollen den bestmöglichen Zugang dazu und wir wollen ihn aktiv gestalten. Aber als ich gestern Abend die Liste der angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer überflogen habe, hat mich noch etwas angesprochen, außer diesen breiten, großen Themen, nämlich ich war wieder einmal beeindruckt von dieser bunten Mischung von Institutionen, aus denen Sie alle kommen. Zugang gestalten ist eben eine spartenübergreifende Veranstaltung. Sie alle kommen aus Archiven, Museen, Bibliotheken, aus Rundfunkanstalten, aus der Wissenschaft, aus Ministerien, aus anderen staatlichen Einrichtungen, aus privaten Firmen. Sie vertreten die Wikimedia. Es ist wirklich wunderschön, das zu sehen, und uns in der Deutschen Nationalbibliothek freut das ganz besonders, weil es uns zeigt, dass wir damit Teil einer sehr lebendigen Gemeinschaft sind, wenn wir uns aus fester Überzeugung in zwei wichtigen, weil spartenübergreifenden kooperativen Aktivitäten engagieren, der gemeinsamen Normdatei in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und so lassen Sie mich dieses erste Grußwort damit beenden, dass ich Ihnen versichere, dass wir gemeinsame Ziele haben und dass ich Sie alle als Verbündete begrüße. Liebe Referentinnen und Referenten, liebe Organisatorinnen und Organisatoren, liebe Sponsoren, männlich, weiblich oder divers, liebe Schirmherrin, liebe Konferenzteilnehmerinnen und Konferenzteilnehmer, willkommen in der Deutschen Nationalbibliothek und in Frankfurt am Main. Ich freue mich auf diese zwei Tage mit Ihnen, wünsche uns allen eine erfolgreiche Konferenz mit vielen neuen Ideen und neuen Kontakten. Pflegen Sie aber auch die alten Kontakte, denken Sie auch über alte Ideen weiter nach. Lassen Sie den Pragmatismus zwei Tage lang hochleben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.